So, wir sind bei Bäcker Efferoth. Und Herr Efferoth, können Sie mal kurz Ihr Unternehmen vorstellen? Ja, Bäckerei Efferoth, wir haben das, meine Frau und ich, am 1.8.1989 gegründet. Wir sind hier hingezogen in Leverkusen, um dieses Unternehmen hier zu übernehmen, von der Firma Kuhl. Wir haben heute 3 Geschäfte und beliefern auch Keter oder Metzgerei, die Metzgerei Emos, Fisch Arles und alle, die Brötchen brauchen. Und wie viel Brötchen? Das sieht eine ganze Menge aus, aber eine ganze Menge ist nicht gerade ungefähr eine qualifizierte Anzahl. Wie viel Brötchen, Kuchen, Brote? Wir backen circa jeden Tag circa 5000 Brötchen. Dann kommen da ungefähr an die 500 Mischbrötchen und auch Croissants und andere Sachen dazu. Jeden Tag werden es so die 350 Brote sein, die wir zusätzlich gebacken verkaufen und natürlich noch Kuchen. Hochzeit, Teilchen, alles was zum Gesamtbild der Bäckerei gehört. Auch Hochzeitsbrötchen, alles. Und wie viele Leute unterstützen Sie bei der ganzen Tätigkeit? Ja, hier in der Bäckerei sind wir zu 5. Da komme ich dazu und in der Konditorei 2 Konditoren. Und dann noch einige Aushilfsfahrer, oder? Dann haben wir selbstverständlich noch Fahrer, Reinigungskräfte und auch für die Verkäufer und dann insgesamt 40 Mitarbeiter. Gut. Und heute haben Sie einen prominenten Gast, den zukünftigen Oberbürgermeister, Herrn Buchhorn. Was kann er heute bei Ihnen lernen? Herr Buchhorn kann lernen, dass wir schon seit 14.5 arbeiten sind und das sehr aktiv in der Verwaltung dieser Uhrzeit wie jetzt sind, weil es eigentlich unsere starke Zeit ist und wir sehr viel produzieren und auch aus dem Ofen bringen müssen, weil das die Zeit ist, wo alles Geschäfte geliefert werden. 6 Uhr werden die Geschäfte aufgemacht, das sind so die Zeiten, die Leute auch schon kommen und ein großes Sortiment haben. Können Sie mal den Ablauf der Brötchenherstellung kurz skizzieren? Ja, das ist relativ einfach. Wenn wir morgen um 14.01 anfangen, haben wir auf der einen Seite der Mitarbeiter die Teige machen für Brot und auch Brötchen, weil die müssen auch entsprechend lange ruhen und liegen. Gleichzeitig backt dann einer aus der Kälteanlage ein Brötchen als auch ein Körnerbrötchen, Croissant, aber schon ein Jahr, da wir ab 3:30 auch schon Kiosk beliefern am Bayerwerk, die auch schon ein breites Sortiment bekommen können. Und dann wird dann gegen 3 Uhr fangen wir mit der Brötchenproduktion an, 2:30, und dann immer weiter. Der Ofen ist das da hinten dann? Jawohl. 2 Öfen, hier Ofen, das sind 570 Brötchen. 570 in einen Ofen, das heißt, Sie haben eben gesagt 5000 Brötchen, das heißt 9 Mal muss durchgeschoben werden. Das ist es nicht, denn wir backen ja auch Brötchen. Das sind vorbereitete Brötchen, die in der Filiale abgebacken werden, weil in der Filiale stehen auch Öfen. Und warum sind Ihre Brötchen jetzt schmackhafter als die vom Pennymarkt? Das ist relativ einfach, weil wir sehr, sehr frisch backen. Trotzdem haben die Teige lange Ruheteige mit sehr, sehr wertvollen Rohstoffen, also sehr qualitätvolle Mehl, Malze und natürlich zum Berufe meiner Mitarbeiter.